Hey Leute, was geht ab? Ich und willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Die erste Frage, die ich direkt an euch habe. Wer würde jetzt gerade mit mir tauschen wollen, wenn man diesen Anblick sieht? Es ist immer so ein geiles Gefühl, solche Stickertüten in der Hand zu halten. Ich sag's wie es ist. Einfach geil. Einfach geil. 20 Tüten. Ihr wisst, worum es euch geht. Ihr drückt jetzt sofort auf die Pause-Taste. Zack, Leertaste auf dem Handy, auf dem Display touchen. Pausieren, kommentieren, wie viele Shiny-Sticker ziehen wir in 20 Packs. Ich sage, wir ziehen 6. 6 Shinies in 20 Packs, das ist meine Vermutung. Lasst direkt zu Beginn einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen, falls ihr die WM-Sticker noch nicht ausgepackt habt, aber es noch machen wollt. Kauft euch die Displayboxen, kauft euch gerne einen Bundle, wo ihr ein paar Euro sparen könnt im Vergleich zur Tankstelle, Kiosk oder sonst was. Im Panini Online Shop. Darüber supportet ihr mich. Ihr habt keine Mehrkosten, versandkostenfrei, bla 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 blub. Ich hab Bock, 20 Tüten, 6 Shiny Sticker aus meiner Vermutung her. Und wir gehen rein. Wir gehen rein. Und was sehen wir da? Einen goldenen Sticker. Wir starten mit Josko Guardiol. Dann Trent Alexander-Arnold. Mexiko Shiny. Ghana Manchas Foto. Und Michael Estrada. Estrada Ecuador. Also erster Shiny Sticker im ersten Pack. Und da seht ihr es. Zweiter Shiny im zweiten Pack. Ja moin. Iran Logo. Es sind einfach 2 in einem Pack. Ja moin. Wie selten ist das bitte schön, dass man mal 2 Shinies in einem Pack hat? Mama mia. Wir haben jetzt 3 jetzt direkt schon. 2 Packs, 3 Shinies. Ich habe gesagt, wir ziehen 6 insgesamt. Hallo. Bleibt mal jetzt ganz ruhig, Panini. Charles de Catalaere. West McKenney. Galindes. Iran Mannschaftsfoto und Chibazaki. Dann Eduard Mendy. Kim. Jan Bednarik, England-Mannschaftsfoto und Pavlovic. Dann Wallacott aus Ghana, Mohammadi Iran, dann Buranan Kanada, Hikano und Estubinan Ecuador und Saudi-Arabien 2. Also nicht gleiche, aber ich habe es halt so vorgelesen. Huch. Das Khalifa International Stadium, Gerson Torres, Moreira, Funes Mori und Justin Bilio. Es ging überrangend los. Und es hat auch überrangend nachgelassen. 3 Shinies. Hier kommt auch keiner. Schweiz, Mannschaftsfoto. Kim. Acosta, Jonas Wind und Al Rila. Also der Spielball. Nicht ein Spieler. Huch. So, Polen-Mannschaftsfoto, Julia Osako, Ben Yedda, Serbien-Mannschaftsfoto und das Lusail Stadium. Jetzt geht's gut weiter. Es geht gut weiter mit dem Tunesien-Logo. Dann Ruben Vargas, Pike, Amiri und Al-Ghanam, Saudi-Arabien. Dann geht es wieder, es glänzt wieder, das ist Dylan Born, Zakaria, Milinkovic Savic, Eder Militao und Senegal. Das sind somit 5. Und da kommt der nächste, David Raum und das ist Deutschland 1990. 6 Shinies. Jetzt dürfen im Prinzip keine weiteren Shinies mehr kommen, ansonsten ist meine Vermutung für den Arsch. Für den Arsch. Mal gucken. Mal Lushan und es glänzt. Eieieiei. Ich hab mich verschätzt. Japan, zack. Japan mit der 7. Ashraf Hakimi und Guido Rodriguez. Argentinia. Und es glänzt wieder. Und wisst ihr, woran ich es erkenne? Weil ich den Online-Code gesehen habe, es ist das England-Logo. Es ist der 8. Shiny. Das ist schon ordentlich.
No joke, das ist ordentlich. So jedes dritte Pack war im Durchschnitt eigentlich, oder? Al-Rabi, Contreras, Wave Wave, Duarte und Abdullah Madu. Wir haben noch 6 Packs. 6 Packs und wir haben 8 Shinies. 6 Packs und 8 Shinies. Hier kommt Haizafi, Ricardo Pepi, Ismail Assar, Piet und Hutchinson. Dann James Jago, Craig Goodwin, Mandy, Afena Guyan und George Sanchez. Jetzt glänzt wieder nichts. Matthew Ryan, so zweistellig wäre jetzt noch geil, ne? Abdou Diallo, wenn ich jetzt sowieso schon falsch bin. Gakpo und Timothy Ware. Jawohl. Zweistellig wäre noch geil. Und zack, wir starten mit Italien 1938, der 9. Shiny. Und Luka Modric ist auch nochmal dabei. Luka Modrici. 2 noch. Ja. Ja. Ronaldo. Let's go. Junge. CR7 am Start. Let's go. Saugeil. Saugeil. Wir haben CR7 gezogen. Jawolski, Junge. GG's. Und Spanien 2010 auch noch dazu, der zweistellige Shiny Sticker. Der zweistellige Shiny Sticker dazu, CR7, let's go. Immer geil, immer wieder geil, CR7 zu ziehen. Ich sag's wie es ist, immer wieder geil, CR7 da raus zu knallen. Einfach dieses Lächeln, was da erscheint, wenn man dieses Pack öffnet, es ist einfach immer ein geiles Gefühl. Das kann nur jeder Panini-Sammler nachvollziehen. Ronaldo zu ziehen, Messi zu ziehen, Mbappé zu ziehen, ist immer geiler als einen Elias Scher zu ziehen hier. Zum Beispiel. Nächstes Pack. Wir haben alles, was wir wollten. Zwar, ich bin komplett falsch gewesen mit meinen 6. Aber egal. Lori, Alejandro Gomez und Alan Franco. 20 Packs, 10 Shinies, CR7 gezogen. Was will man mehr? 10 Shinies, Ronaldo. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr noch nicht Abonnent seid auf meinem Kanal. Sehr gerne kostenlos abonnieren, erstellt euch ein YouTuber-Konto, ein YouTube-Account, was ihr kostenlos erstellen könnt und dann einfach meinen Kanal kostenlos abonnieren. Somit verpasst ihr keiner meiner Videos mehr. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!